Das Wattenmeer vor der westfriesischen Insel Ameland. In der Nähe des niederländischen Städtchens Dokkum erkunden Wattwanderer das Land zwischen Ebbe und Flut. In Friesland liegen Städte und Dörfer geschützt hinter den Deichen, auf denen seit Jahrhunderten Schafe weiden. Sie halten einerseits das Gras kurz und dicht und trampeln gleichzeitig den Boden fest. Zwischen Deich und Watt erstreckt sich dem Meer abgetrotztes Land, durchzogen von Drainagerinnen. Im Hinterland wird das Wasser aus den Poldern gepumpt und abgeführt, um das Schwemmland trocken zu halten. Die Landschaft am Deich können Besucher auf einer Fahrt entlang der Naturschutzzone mit einem Erlebniswagen erkunden. Ein Campingplatz mit Gastronomie liegt direkt hinter dem Deich, ebenso ein kleines Museum zur Geschichte der Landgewinnung am Wattenmeer. Hier werden die jahrhundertelangen Bemühungen der Menschen, Land zu gewinnen und zu erhalten, gezeigt. So wie die Menschen hier über Jahrhunderte ein grünes Paradies schufen, entstand 180 Kilometer südlich ein echtes Wüstengebiet. Auf dieser Ebene, die die letzte Eiszeit nördlich von Arnheim hinterlassen hat, breitete sich bis zum Mittelalter dichter Wald aus. Heute gehören die Flugsanddünen zum Nationalpark de Hoge Veluwe. Wie dieses beeindruckende Flugsandgebiet entstanden ist, berichtet Henk Rooseler, der seit vielen Jahren für den Nationalpark arbeitet. Im Mittelalter hätten die Menschen angefangen, den Wald abzuholzen und Brand zu roden. Die Flächen seien zum Teil beweidet worden, was die dünne Humusschicht zerstörte. Auf den ausgedehnten Heideflächen weiden etwa 200 Mufflons. Henk Rooseler fährt regelmäßig durch das rund 5000 Hektar große, umzäunte Gelände und kümmert sich auch um Reh-, Hirsch- und Wildschweinbestand. Für Besucher dagegen ist das 40 Kilometer Radwegenetz ideal, um alles zu erkunden. Allein 1700 Fahrräder stehen dafür an den drei Eingängen des Parks kostenlos zur Verfügung. Auch an den Moorflächen führen Radwege vorbei. Zahlreiche Rastplätze geben Gelegenheit zum Beobachten der Natur. Hier im Moor sind fleischfressende Pflanzen und Torfmoos zu Hause. Moos findet sich auch im angrenzenden Mischwald. Der Wald erobert sich den Park zurück. Um das Hoge Veluwe besuchen zu können, muss man sich zunächst für 8,40 Euro eine Eintrittskarte kaufen. Für einen Aufpreis in gleicher Höhe steht dann noch das Kröller-Müller-Museum offen. Beides, Park- und Kunstmuseum, wurden schon 1928 von einem Unternehmer-Ehepaar in eine Stiftung überführt, die Park und Museum mit den Eintrittsgeldern finanziert. Auf die Van Gogh-Sammlung ist Direktorin Lisette Pelsers besonders stolz. Es ist die zweitgrößte der Welt. Der Bestand umfasst aber auch Werke von Monet, Picasso, Pissarro, Renoir und Serra. Und mehr als 150 Plastiken bedeutender Bildhauer von Rodin bis Debuffet. Debuffets Riesenplastik Emailgarten ist im Museumspark frei zugänglich. Genauso wie der Nadelturm von Kenneth Nelson und alle anderen Skulpturen. Nicht nur anfassen, auch fotografieren ist hier draußen erlaubt. Getreu der Idee seiner Stifter Anton und Helene Kröller-Müller bringt das Museum Kunst und Natur zusammen. Das mache es für Kunstinteressierte und Naturfreunde gleichermaßen interessant, meint Lisette Pelsers. Das Museumsgelände ist rundherum von dichtem Wald umschlossen. Überall führen beschilderte Wege ins grüne Dickicht. Eigentlich sei der ganze Naturpark ein großes Landschaftsmuseum, meint Henk Rooseler. Das Areal des Hoge Veluwe Nationalparks beinhalte eine solche Vielfalt an Dünen, Heide- und Waldgebieten, dass der Besucher ein umfassendes Bild davon bekomme, welche natürlichen und von Menschen gemachten Landschaften auf Sandböden überhaupt vorkommen können.